Recht herzlich willkommen zur 209. Folge von City Skylines. Ja, das Verkehrsproblem an der Autobahn am Berg haben wir letztes Mal, glaube ich, gelöst. Können wir ja nochmal gerade so reingucken. Hier fließt alles. Hier sieht es auch alles ganz gut aus. Hier ist überall wenig Verkehr. Hier ist ein bisschen mehr, weil es hier wieder nicht klappt. Aber das ist nicht mehr die Bergautobahn, sondern eine andere Straße. Jetzt müsste man mal gerade gucken, wie der Verkehr da aufgeteilt ist, beziehungsweise die Kreuzung. Ja. Ich glaube, wir sollten vielleicht das mal jetzt umdrehen. Die Dingens da machen. Vielleicht läuft es dann auch besser. Ja, hier ist jetzt da eine Einbahnstraße, Stoppstraße. Und das wäre jetzt eher so zu machen, ne? Abknickende Vorfahrt sozusagen. Funktioniert auf jeden Fall auch noch gut. Hier ist zu überlegen, ob man das jetzt nicht dreht wieder. Obwohl hier sind weniger, ne? Ja. Ich sag mal so, es läuft da erstmal so. Kümmern wir uns um andere Probleme jetzt erstmal weiter. Wie man sieht, sind hier ganz viele Industrien, die da fehl am Platz sind, beziehungsweise kaputt sind. Da machen wir das mal ein bisschen aufräumen hier. Ja. Und ich treffe auch immer das, was wir treffen wollen, ne? Ja, die haben Arbeiterprobleme, wie wir sehen. Und das ist das, was wir jetzt als nächstes dann machen müssen, weil hier unten ist auch schon der Balken ganz grün. Ja, ganz grün ist der Balken, genau. Ganz groß. Und da müssen wir halt schauen, dass wir das so ein bisschen in den Griff kriegen. Weil hier blinkt es ja überall, dass fehlende Arbeiter das Problem sind, ne? Und da müssen wir dann gucken, dass wir das hinkriegen. Und hier ein bisschen sauber machen. Wenn wir das haben, machen wir gleich neues Wohngebiet. Hier unten ist es wohl schlecht mit der Dingens. Mit der Feuerwehr. So. Sieht doch schon ganz nett aus. Hier ist noch ein abgebranntes Haus. So, dann gehen wir da rein. Wir müssen jetzt gucken, wie wir da Arbeiter hinkriegen. Die gibt es ja hier. Die hier ist noch ein anderes Problem. Sollen wir uns erstmal annehmen, ne? Das wird dann bereinigt, das Problem. Da wäre der Weg hier rein und dann da ein kleines, sag schon, er möchte jetzt auch nicht daneben einrasten, ne? Ist auch cool, ne? Warte mal, dafür müssen wir mal gerade. Er möchte definitiv da die Straße hinmachen, wo ich sie nicht hinhaben will. Da reiße ich immer das Haus ab. Toll, ne? Ja, geht noch nicht mal anders, ne? Super, oder? Dann machen wir da die Straße nicht rein. Sondern wo? Keine Ahnung. Gibt es auch gar keine andere Möglichkeit. Das Haus müsste immer abgerissen werden. Ja, dann bauen wir woanders. Ganz einfach. Hier wäre auch noch was machbar. Hier ist auch noch schön viel Platz. Was hat denn diese Anlage hier jetzt für ein Problem, dass da oben so ein Zeichen drauf ist? Nicht genug Strom, okay. Aha.
Da gibt es auch nicht genug Strom, aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Gut, wenn da nicht genug Strom ist, dann ist es ja ganz einfach zu lösen, indem wir sagen, komm, wir machen hier noch ein Wohngebiet hin, dann haben die ja Strom. Hier geht noch eine schicke Straße direkt auf den Strommasten zu. Das hat ja gut geklappt. Ne? Dann müsste man jetzt wissen, was das für eine Straße war. So wie es aussieht, dreispurig. Also diese wohl. Ja. So wird es sogar funktionieren. Würde ich jetzt da auch machen wollen. Dann ein Bild tiefer. So, dann ist die Straße schon mal. Ist die jetzt schon unten oder noch nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Doch, jetzt ist sie unten, alles klar. Das lassen wir jetzt mal da so. Das alles Entscheidende ist, dass wir jetzt hier noch eine Abfahrt brauchen. Das bedeutet, wir bauen da nochmal um. Und zwar machen wir jetzt hier vierspurige Straße runter. Dafür löschen wir gerade diesen Teil hier, der da gerade befahren wird. Und den machen wir auch weg und wir machen das dahin. Und zwar hier lang. So. Passt schon mal. Und diese Straße, die ändern wir nochmal ein Stück kürzer erstmal. Da kann noch was weg, oder? Und dann kommt die Auffahrt hier lang. Weil wir müssen mehr Abstand davon haben, ist klar, ne? So ist besser, ne? So, dann können die da auch drauf fahren, aber wir haben hier nicht so eine Schwierigkeit mit dem Stück hier. So, und das ist jetzt unser Wohngebiet. Oder wird unser Wohngebiet. Das war jetzt vierspurig. Dann gehen wir auf zweispurig runter mit Bäumen. Und fangen dann an, hier rüber zu gehen. Ja, da ist eine Eisenbahn. Das ist unser Problem. Alles klar. Die habe ich jetzt hier im Dunkeln nicht gesehen. Okay. Ist aber nicht schlimm, dann können wir da noch weiter bauen und bauen erstmal hier. Hier war die, ne? Genau. Dann machen wir hier mal eine Stichstraße erst nur. Bis dahin. Jo, und dann gibt es eine gerade Straße von dort nach da. So. Und dann haben wir schon das erste Stück Wohngebiet. Wasser. Ist hier gar nicht. Auch interessant. Mit Fernwärme natürlich. Und die ziehen wir mal von da hier erstmal rüber. Und machen die mal bis hier. Fertig. Dann wieder Straße. Nee, lass uns erstmal hier gerade gucken, dass wir hier ein paar Häuser hinkriegen. So. Das weg, weil da kommt die Straße irgendwann verlängert, dann wird das nicht mehr passen.
So, das Kleine geht. Das ist die Frage, wie es dann mit Strom irgendwann aussieht. Der kommt natürlich von da nicht rüber. Das sieht doch hier ganz cool aus, das Ding. Kann man das hier irgendwo hinbauen? Komischerweise nicht. Dann das Windrad aber, ne? Das ist schon mal cool. Und siehe da, wir kriegen Strom. Und sogar das, der Funkmast für den Katastrophenschutz ist angeschlossen. Okay. So, Häuser werden gebaut, wie man sieht. Läuft schon, ne? Jetzt ist die Frage, die große Straße noch ein Stück länger ziehen. Dann machen wir da Feierabend. Und dann gehen wir da auf eine kleine, die da nach links geht. Und bis hier hinten rangeht. Und dann gibt es hier noch... Ne, machen wir von hier aus. Eine Stichstraße. So läuft's, ne? Okay, wie sieht's mit Wasser aus? Ist das komplett abgedeckt? So gut wie? Müssen wir gleich mal gucken. Wenn wir da die Gebäude alle gezogen haben, ne? Das... Oder ne, das mach weg. Achso, dahinter könnte man ja auch noch was machen, ne? Ziehen wir gerade noch eine Straße. Hier noch ein Stück hoch. So, passt's. Und hier Blocks hin. So, hier in der Mitte würde ich jetzt erst warten. Und da können wir noch sowas wie ein Arzt oder sowas hinpflanzen. Und hier machen wir noch Einkaufsmöglichkeiten. So, das würde ich jetzt erstmal so lassen. So, der Balken ist runtergegangen. Ist nicht mehr so ganz so extrem mit dem Grün. Da oben wird nach Wasser geschrien. Okay, dann müssen wir das wohl mal gerade korrigieren. Passt. Jetzt sollten die auch Wasser kriegen. Ja. Kein Wasserproblem mehr da. Vielleicht müssen wir hier noch ein... Zipfen reinmachen. Und dann ist es schon gut, oder? Hier können wir schon mal rüber machen, denke ich mal. Irgendwann kommt da sowieso was hin. Gut, Gebäude haben wir jetzt genug. Das hat geklappt mit dem Wasser. Jetzt ist noch Kommerz gefragt. Ja, diese werden ja auf Dauer hier auch wegkommen, ne? Dann haben wir hier ja noch Möglichkeiten, auch noch Wohnfläche zu machen. Müssen wir mal gucken, dass man die Straße da anbindet. Gut, das war die. Nee. Nee, doch, war eine sechsspurige, glaube ich, ne? Machen wir hier so eine geschwungene. Wir können die auch ganz geschwungen machen, genau. So, so, eine Eisenbahn? Wohl nicht, ne?
Hier ist die Eisenbahn, okay. Zack, fertig. So geht das schon, ne? So wird sich der Verkehr natürlich auch nach hier rüber verlagern. Der erste Wagen fährt auch schon, weil er schon eine bessere Strecke entdeckt hat, ne? So, dann Straße mal gerade weg. Hier können wir wieder was aktivieren. Oh, warte mal, ne, lass mal so. Das können wir, müssen wir noch verschieben, ne? Wo schieben wir das dann hin? Hier. Zack, dann ist das schon mal weg. Und das gleiche können wir hier machen, mit dem hier. Jetzt müssen wir nur gucken, wir hatten hier drüben irgendwo noch was gemacht. Hier ist zum Beispiel was. Dann wäre es nicht verkehrt, wenn noch einer daneben wäre, wenn er dann dahin geht. Macht er aber nicht. Okay, hier war dann noch was. Da fehlt es uns jetzt aber an der Straße, dass wir es ansetzen können, ne? Noch woanders was? Nicht wirklich. Also entweder wir bauen hier oben noch was aus. Also hier müsste doch noch was hingehen, oder? Das ist ja komisch. Da geht's auf jeden Fall hin. Zack. Ach so, anmachen sollten wir es vielleicht auch noch. Und dann müssen wir nochmal nach dem einen gucken, dass wir dann an der Straße hin basteln. Dann können wir noch die anderen auch noch vielleicht leer verschieben. Die Bäume sind grün. Ja. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, wollten wir so machen, ne? Geht aber nicht. Will er nicht. Jetzt ging's. Ich möchte nur einfach bis dahin die Straße machen, aber er möchte diese Straße nicht so bauen, wie ich sie möchte. Weiß nicht, warum das Zeichen da kommt. Warum wird das rot? Ha? Das versteht keiner, oder? Ort ist bereits belegt. Ja, das weiß ich wohl. Ich möchte diese Straße doch nur anschließen. Komisch. Okay, dann nicht. Warum geht das nicht? Kann diese Straße da nicht bauen. Cool, oder? Ja. Nehmen wir mal gerade den Bagger und baggern das weg. Ah, sehr interessant. Habt ihr gesehen, dass das irgendwie doppelt war? Krass, oder? Jetzt geht das auch. Keine Ahnung, was der da gerade gezaubert hat. Gut, auf jeden Fall haben wir das so weit hingekriegt, dass wir jetzt sagen können, wir wollen jetzt hier
das eigentlich so machen und hoffen, dass da dann das Dingens hinpasst, ne? Das zweite oder dritte oder vierte von unserem Gebiet hier rechts. Wollen wir das ja noch verschieben? Die zwei da noch. Ja, Straße aus. Und rüber gezogen und geguckt, ob es passt oder nicht, ne? Wahrscheinlich passt es nicht, ne? Ist klar, passt nicht. Gut, ist aber nicht schlimm. Machen wir erst dahin. Mehrere Probleme. Also, geht wieder. So, die ist deaktiviert auch. Ja, dann lass sie erst deaktiviert. Wir holen noch die zweite rüber. Stopp, wir wollten das mit der Straße erst korrigieren. Oder auch nicht, ne? So. Die muss abgerissen werden. Und da möchten wir eine neue hinmachen. Die da lang geht. So, dann nochmal. Straße weg. Gucken, ob wir das verschoben kriegen jetzt. Ja, sogar ein bisschen zu viel Platz, ne? So. Und jetzt müssen wir das zweite noch holen. Also müssen nicht, wir machen es. Und den verschieben wir auch nach da hinten. Gut. Passt. Okay, die beiden sind deaktiviert. Lassen wir jetzt auch erst deaktiviert. Und schauen dann weiter. Gut, dann haben wir ein bisschen Wohngebiet gemacht hier. Und der Funkturm funkt jetzt auch. Wir haben hier ein neues Gebiet erstellt, in dem Sinne, dass wir da demnächst auch was bauen können. Ja, müssen wir dann mal schauen, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.